Hallo, liebe Rednecks-Leser, Daniel hier, mal wieder mit einem Touchpad und zwar nicht mit meinem eigenen, sondern mit dem von meinem Kollegen Frank. Das habe ich ihm gerade mal weggenommen, denn ihr wisst, gestern ist die Cyanogen Mod 9, also Ice Cream Sandwich für das HP Touchpad erschienen. In der ersten Alpha-Version zwar nur, aber immerhin, es läuft schon ganz gut. Und da mein Kollege Frank bisher auf seinem Touchpad noch kein Android drauf hatte, sondern nur WebOS halt, dachte ich mir, das kann so nicht sein. Ein Android-Redakteur braucht auch Android auf seinem Touchpad und deswegen installiere ich ihm das jetzt mal. Und ich nehme euch quasi an die Hand und zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr das auf eurem Touchpad ebenfalls installieren könnt. Wir hatten euch das schon mal gezeigt mit der CM7, also mit Android 2.3. Der Vorgang unterscheidet sich nicht großartig, aber so ein paar Details sind doch anders. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir einfach nochmal eine neue Anleitung dafür. So, unter dem Artikel, also hier drunter, unter dem Video, findet ihr einen Link zu einem Artikel. Da sind nochmal alle Schritte ganz genau aufgelistet und da findet ihr auch Links zu den Dateien, die hier auf meinem Desktop liegen. Die braucht ihr nämlich, da sind einmal natürlich die CyanogenMod-Datei bei, die eigentliche Android-Version quasi und noch so ein paar andere Dateien, die ihr auch braucht, wie zum Beispiel die Novacom-Treiber. Die müsst ihr installieren. Ich zeige euch das Ganze jetzt an einem Windows-Rechner, Windows 7. Das funktioniert natürlich an allen anderen Rechnern auch, aber zum Beispiel an Mac- oder Linux-Rechnern braucht ihr die Novacom-Treiber nicht, sondern müsst das SDK von HP installieren. Aber der Link ist auch in dem Artikel und da ist auch beschrieben, wie ihr dann die einzelnen Schritte ausführen müsst, wo sie sich unterscheiden, also wo irgendwelche Unterschiede existieren. So, installieren wir erstmal die Novacom-Treiber. Das ist letztendlich relativ simpel. Jeder, der schon mal irgendwas unter Windows installiert hat, wird hier keine Probleme haben. Das Einzige, was jetzt passieren kann, ist halt, dass es ein bisschen dauert, wie es ja gerne mal passiert. Ja, ich möchte das gerne. Noch 7 Sekunden angeblich. Wir wissen ja bei Windows, die Zeit stimmt nicht immer ganz. Na, jetzt ging es doch schnell. So, das war das. Die sind jetzt installiert, die Treiber. Und zwar befinden die sich jetzt auf der Festplatte im Programmeordner unter Palm Inc. Und Palm, Inc. Genau. Und das ist gar nicht mal so unwichtig, denn da müssen wir jetzt eh hin. Der ist hier, Palm, Inc. Den können wir aufrufen. Denn hier, ich weiß nicht, was das jetzt ist. So. In diesem Ordner muss nämlich jetzt folgende Datei, der Acme Installer 2. Das ist ganz wichtig, dass es der zweite ist. Es gibt auch eine erste Version davon, die war für die CM7-Installation. Die funktioniert aber nicht mit der CM9-Installation. Das heißt, da brauchen wir wirklich die zweite Version. Und die kopieren wir einfach in diesen Ordner rein, in den Palm Inc. Ordner. Und sagen, fortsetzen, ja, wir müssen Administratorenrechte haben, ist gar kein Problem, haben wir. Und jetzt ist dieser Schritt quasi schon abgeschlossen, sehr schön. So, dann kommen wir jetzt schon zu dem nächsten Punkt. Wir müssen das Touchpad mit dem Rechner verbinden, ganz einfach, Micro-USB-Kabel, klick rein. Und jetzt wird auf dem Touchpad gleich eine Nachricht erscheinen, genau, und wir wählen aus, dass wir das Ganze als USB-Laufwerk freigeben möchten. Sagen dann natürlich OK und jetzt müsste auf dem Rechner gleich ein Ordner aufgehen, genau, da haben wir es. So, jetzt sind wir im Hauptverzeichnis vom Touchpad. Hier müssen wir jetzt einen neuen Ordner anlegen, entweder hier oben auf neuer Ordner gehen oder den umständlichen Weg neu Ordner. Und jetzt ist ganz wichtig, den müssen wir jetzt benennen und zwar der muss einen ganz bestimmten Namen haben. Der Name darf sich nicht unterscheiden, der muss wirklich ganz genau so stimmen. Das ist einmal CM Install
In einem Wort, ohne Leerzeichen, ohne alles. Genau so, ist erstellt. Super. Und in diesen Ordner kopieren wir jetzt folgende vier Dateien. Einmal haben wir hier eine Datei, die nennt sich MoBoot. Das ist ein Boot-Auswahlmenü. Also wenn das Touchpad hochfährt, wird da zur Auswahl gestellt, mit welchem Betriebssystem man das starten will oder ob man ins Recovery booten möchte oder was dann eigentlich. Da hat man alle Möglichkeiten. So, die Datei brauchen wir auf jeden Fall. Dann haben wir hier Update CWM Tenderloin. Das ist die Clockwork Mod Recovery. Die ist auch sehr wichtig, damit man halt Backups anlegen kann oder neue Versionen von der CM9 dann halt drauf flashen kann, ohne dass man jedes Mal den Umweg über den Rechner gehen muss. Dann haben wir hier noch die eigentliche CM9-Datei und die Google Apps-Datei, die ist halt auch ganz wichtig. Die kann man natürlich auch später installieren, die müsst ihr nicht jetzt sofort installieren, aber das geht schon. Denn dieser Installationsvorgang, der installiert quasi alles, was ihr jetzt in den CM-Install-Ordner auf dem HP Touchpad reinkopiert. Alles, was ihr da reinpackt, das wird auch mit installiert. Von daher ist es nicht schlimm, oder kann es nicht schaden, wenn ihr jetzt die Google Apps auch gleich mit reinpackt. Wichtig ist dabei bei den Google Apps, da gibt es ganz viele verschiedene Versionen, dass ihr eine Version nimmt, die auch für Ice Cream Sandwich geeignet ist. Mit den Gingerbread Google Apps wird das Ganze nicht funktionieren, damit werdet ihr keinen Spaß haben. Die werden dann einfach nicht laufen oder nicht besonders gut. So, das kopieren wir jetzt einfach hier rüber. Es dauert einen kleinen Moment. 165 MB, naja, es geht schon, das ist leider keine SSD, wie ihr seht. Aber es geht trotzdem. So, jetzt haben wir das. Das heißt, damit ist der Teil schon abgeschlossen und wir können das HP Touchpad wieder auswerfen. Auch das dauert natürlich wieder ein bisschen. So, es ist ausgeworfen. Jetzt können wir hier die Verbindung trennen. So, klick. Und jetzt meckert er gleich rum. Das ist irgendwie komisch, wie man das beim Touchpad letztendlich macht mit der USB-Verbindung trennen. Wenn das Ganze als USB-Laufwerk freigegeben ist, haben wir ehrlich gesagt noch nicht rausgefunden. Jetzt meckert er ein bisschen. Das haben wir gemacht, was er uns vorschlägt. Und trotzdem meckert er rum. Naja. Ja. Gut, jetzt hat er sich wieder eingekriegt. Jetzt kommen wir wieder zum Touchpad. Jetzt operieren wir hier. Wir machen das Ganze jetzt aus. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann entweder über die Software gehen. Das war dann hier bei Einstellungen irgendwo. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon eine Weile her, dass ich das mal gemacht habe. Es gibt nämlich einen viel einfacheren Weg. Den zeige ich euch jetzt. Ihr macht einfach hier, drückt lange auf den Power-Button. Und nach kurzer Zeit kommt dann hier ein Auswahlmenü. Flugzeugmodus ausschalten oder abbrechen. Wir wollen das Ganze ausschalten. Zack, dann fährt er runter, dann müsst ihr kurz warten und dann, wenn er ganz runtergefahren ist, nämlich na, jetzt. Okay, das dauert. So, jetzt haben wir es. Jetzt müsst ihr das Ganze wieder neu starten und wichtig dabei ist, dass ihr die Lautstärke-Hochtaste, also Lautstärke Plus, also hier an der Seite, dass ihr die dabei gedrückt haltet, wenn ihr jetzt die Power-Taste drückt, denn dann kommt ihr in folgendes lustiges Bild, ein USB-Symbol. So, das ist quasi die HP WebOS Recovery. Und jetzt müsst ihr das Ganze wieder mit dem Computer verbinden, per USB-Kabel. Und auf dem Computer eine Eingabeaufforderung aufrufen. Das mache ich ganz einfach, indem ich bei Windows unter einmal auf Start gehe und dann in das Suchfeld einfach CMD eingebe, Enter drücke. Und da bin ich auch schon. So, und jetzt? Bei Mac- und Linux-Rechnern funktioniert das ein bisschen anders. Wie ihr da eine Eingabeaufforderung aufruft,
Das steht dann in dem Artikel unter dem Video. Das kann ich euch dann nicht so genau sagen, weil ich kein Linux- oder Mac-User bin. Aber das ist auch nicht so wichtig. Ihr werdet das schon finden und dann sind die Befehle hier letztendlich wieder ziemlich ähnlich. Auch das steht dann, falls es sich ändert oder unterscheidet, in dem Artikel drin. Hier geht ihr zurück, ein Verzeichnis runter, indem ihr cd... drückt. So, jetzt seid ihr in C, dann geht ihr auf cd pro Programme. CD heißt in dem Fall Change Directory, also das Verzeichnis ändern oder wechseln. Und ihr geht jetzt in das Verzeichnis Programme. Zack, da seid ihr. Und jetzt macht ihr das gleiche nochmal. Und zwar geht ihr jetzt auf Palm, Inc. Denn genau dahin haben wir den die Novacom-Treiber installiert, beziehungsweise auch den Acme-Installer verschoben. Und den müssen wir jetzt ansprechen, und zwar mit einem Befehl, den ihr auch hier unten finden werdet. Den werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal einblenden. Ich werde den jetzt mal eintippen. Ich habe mir den hier auch notiert. Da gebt ihr ein Novacom leer boot leer mem Doppelpunkt slash slash, dann die spitze Klammer, jetzt muss ich gucken, nein, die andere, genau. Und dann einfach Acme Installer 2. So, wenn ihr diesen Befehl habt, dann wird es jetzt aufregend, denn jetzt werdet ihr gleich sehen, wie hier auf dem Touchpad eine Menge Code rüberläuft mit einem kleinen, kleinen Pinguin, der kleine Linux-Pinguin. Und dann seid ihr eigentlich auch schon durch. Jetzt machen wir das einfach mal und gucken, was passiert. Hoffentlich habe ich jetzt alles richtig gemacht. Ja, es tut sich was und da geht es auch schon los. Ihr seht, es scheint alles funktioniert zu haben. Das sieht erstmal soweit ganz gut aus. Jetzt erstellt er hier eine Partition und fängt an, die ganzen Programme, die ganzen Apps und Dateien, die ich hier in den Ordner kopiert habe, alles zu installieren. Es dauert jetzt einen kleinen Moment, wir springen hier gleich mal vor, damit ihr dann euch nicht zu sehr langweilt. So, und da sind wir auch schon fertig. Jetzt ist er durch, jetzt startet das ganze Gerät neu und hier seht ihr, ich halte das mal an, hier seht ihr jetzt das Bootmenü, von dem ich euch eben schon erzählt habe, MoBoot. Da habt ihr einmal die Möglichkeit, ins WebOS zu starten, das ganz normal so geblieben ist, wie es zuletzt hatte. Da hat sich also nichts geändert. Keine Angst, das wird nicht überschrieben oder sowas. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, ins CyanogenMod, also in Android reinzubooten oder ins ClockworkMod Recovery oder ins WebOS Recovery. Oder natürlich einfach neu starten oder herunterfahren. Wir wollen jetzt aber natürlich wissen, wie es aussieht, wenn alles geklappt hat. Booten wir mal in die CyanogenMod. Und wenn jetzt nichts schiefgegangen ist, dann haben wir hier jetzt eine komplett neue Installation. Da seht ihr das, die Boot-Animation, wunderbar. Es scheint alles geklappt zu haben. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, was der Frank jetzt dazu sagt, gleich wenn ich ihm das Tablet zurückgebe, das Touchpad, und da plötzlich Android drauf läuft. Gut, wir warten noch, bis es hochgefahren ist. Die erste Boot-Animation dauert immer ein bisschen, bis es durchgelaufen ist. Wie ihr seht, es dauert immer noch. Genießt die Animation, ist sehr schön. Sieht ein bisschen verschoben aus, aber egal. Darum soll es hier nicht gehen. Die USB-Verbindung könnt ihr jetzt natürlich schon wieder trennen, weil er jetzt sonst am Rechner versucht, irgendwelche Treiber zu installieren für Android. Wenn ihr das nicht wollt, das ist jetzt nicht so wichtig, das könnt ihr immer noch später machen. Ansonsten, ja, jetzt dauert das doch länger, als ich gedacht habe. Aber erstmal noch kein Grund zur Unruhe, zur Beunruhigung. Das ist tatsächlich normal, nach der ersten Installation
dauert das erste Hochfahren immer ein bisschen, weil Android natürlich auch noch ein paar Sachen installieren und zurechtrücken muss. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sagt er uns, dass der NFC-Service leider aufgehört hat zu funktionieren, was natürlich blöd ist, weil gar kein NFC installiert ist oder das Touchpad gar nicht über einen NFC-Chip verfügt. Und jetzt sagt er das andauernd. Schade. Das hätte so schön sein können. Da muss ich nochmal nachgucken, was das genau ist. Wahrscheinlich lässt sich das Problem leicht beheben. Das werde ich dann im Artikel gleich nochmal nachtragen und euch dann Bericht erstatten. Bis hierhin hat alles wunderbar geklappt. Falls ihr noch Fragen habt, einfach unter den Artikel kommentieren. Wenn euch das Video gefallen hat, unter dem Video gleich den YouTube-Kanal abonnieren, uns auf Facebook liken, auf Twitter, auf Google+, auf allen Kanälen, was euch immer auch einfällt. Wir sind da sehr dankbar über jeden, der uns folgt und uns regelmäßig liest. Ich bin Daniel für Android Next. Bis bald.